Cool. Okay, jetzt können wir sie also jederzeit hier besuchen, wenn ich das richtig verstanden habe. What's this? That's the old broker's VI assistant. It's actually been helpful with rebuilding the network. Please let me know if I can organize anything else for you, Shadow Broker. It also thinks anyone in the room is the broker. I'll play around with the settings later. My manual is ready whenever you have a moment. Der süß. Hallo. Kann ich durch die durch? Nee, kann ich nicht. Steh mir auch nicht im Weg. Es ist natürlich sehr nützlich, als Shepard, den Shadowbroker persönlich zu kennen und auch noch eine enge Freundin zu haben, der da ist. Ah, hier können wir also die ganzen Leute uns mal... Weißt du was, das machen wir einfach mal. Miranda Lawson, Cerberus Officer, effizient, rücksichtslos, besessen von der Dominanz der Menschen. Mögliche Rekrutierungskandidatin nach Attentat auf Unbekannten und Vernichtung von Cerberus. Dr. Mordin Solis, Professor, früher beschäftigt bei Special Task Group der Salarianer. Beeindruckende Zeugnisse. Modifizierung der Genophar führt zur Sterberate von 99,9% bei kroganischen Geburten. Derzeitige Arbeit bei Shepard offensichtlicher Versuch der Sühne. Jacob Taylor, ehemaliger Allianzsoldat, Biotikausbildung, trotz ordentlicher Führung während des Militärdienstes, eindeutig aus Gründen der psychologischen Stabilisierung der Gruppe in Shepards Team. Subject Zero. Na, Klammern Jack. Abnormale biotische Kräfte. Archivierte Kampfvideos übertreffen die erwarteten Ergebnisse der Anlage auf Pragia. Infolge schwerer Misshandlung und Gefangenschaft während der Kindheit emotional gestört und daher leicht zu manipulieren. Ich glaube, das sollte sie besser nicht lesen. Gründer der Blue Suns, Said Massani. Hübsches Bild. Hat Führungsposition bei Suns aus Mangel an sozialer Kompetenz und politischem Einschätzungsvermögen verloren. Hohe Erfolgsquote bei Missionen auch nach Nahtoderfahrung. Hat mehrere Missionen von Agenten angenommen und ausgeführt. Beteiligung des Shadowbrokers an diesen Missionen wurde verheimlicht. Ah, Garrus Vakarian, ehemaliger C-Sicherheit-Officer, außergewöhnliche Fähigkeiten, was Taktik und Aufstellung von Teams angeht. Führungspotenzial von Shepard überschattet. Oh, upsi, sorry. Volle Entwicklung unter Shepards Kommando unwahrscheinlich. Ah, soll heißen, wir sollen ihn wie ein Vogel frei fliegen lassen, damit er auch irgendwann dieselbe Größe erreicht wie Shepard. Weil er sonst ewig in unserem Schatten stehen wird. Schade. Justikanerin Samara. Azari Justikanerin. Starrer Kodex der Justikanerin macht ihre Schritte und Missionsergebnisse berechenbar. Mutter von drei Adat Yakshi. Von drei? Ach, alle drei sind? Ich glaube, das wussten wir. Ups, von denen einer im Zitadel-Sektor immer noch wegen Mordes gesucht wird. Ja, da müssen wir nochmal ran. Tali Sorawas Normandy. Mechanikerin und Technikerin. Für Quarianer typische Überbetonung der Zukunft ihrer Spezies im Gegensatz zu persönlichen Aufstieg. Arbeit des Vaters nützlich für Verschärfung der Spannungen zwischen Geth und Quarianern. Arbeit des Vaters nützlich für Verschärfung der Spannungen. Aha. Das ist etwas, was wir, glaube ich, noch nicht wussten. Mir fällt gerade auf, wer beurteilt das hier eigentlich? Weil das sind ja nicht gerade objektive Dossiers. Kazumi Koto, erfahrene Einbruchsspezialistin. Sentimental, geht impulsiv Risiken ein. Untersuchung des Todes ihres Liebhabers und Verbindung zu Allianzskandal. Haben wir noch nicht gemacht. Dane Cryos, Jarell-Attentäter. Höchstleistungen in den Trainingsprogrammen der Hanar. Verantwortlich für das 60-Minuten-Massaker auf Omega. Was ist denn das 60-Minuten-Massaker? Wegen Capra-Syndrom in fortgeschrittenem Stadium hat Neutralisierung geringe Priorität. Den wollen sie neutralisieren? Okay. Grant, Ukiers tankgezüchteter Prototyp. Bedrohung für Fortführung der Genophage vermutlich minimal, könnte aber Wissen über und Standort von perfekten Kroganer an Salarianische Special Task Group weitergeben. Aha, Cerberus. Oh Gott. Aufständische Organisation für die Weiterentwicklung der Menschheit, gegründet 2157, aktiv im Citadel-Sektor und den Terminus-Systemen. Starke Tendenz, Menschen als überlegen zu betrachten. Sowohl von der Allianz als auch vom Citadel-Rat als terroristische Bedrohung eingestuft. Der finanzielle Verlust aufgrund der direkten Einmischung des Unbekannten bei der Bergung von Commander Shepards Leiche wurde durch die Daten des Lazarus-Projekts wieder ausgeglichen. Auslöschung erst nach Bestätigung der langfristigen Funktionalität von Shepard, ein Jahr nach Wiederbelebung. Captain Bailey, C-Sicherheitscaptain, Überlebender des Reaper-Angriffs auf die Citadel, löst Probleme mit den Kriminellen im Ländern des Sakera-Bezirks, gerne inoffiziell, Erpressungsmaterial in großen Mengen vorhanden. Oh, das können wir da mal auf Delay drücken für den armen Captain Bailey.
Arya T'Loak. T'Loak oder so? Inoffizielle Herrscherin von Omega. 300 Jahre Erfahrung als Kommandosoldatin. Unnahbar, paranoid, ausgezeichnetes Organisation und Verwaltungstalent. Captain David Anderson. Ah, Anderson ist ein abgelehnter Spectre-Kandidat. Enge Zusammenarbeit mit Commander Shepard vor der Zerstörung der Normandie SR-1. Kommunikation in Bezug auf erneute Kontaktaufnahme mit Shepard überwachen. Hallöchen? Admiral Stephen Hackett, kommandierender Offizier der 5. Flotte Allianz Navy, hat vor der Zerstörung der Normandie SR-1 mit Commander Shepard zusammengearbeitet. Ein Undercover-Agent soll seinen derzeitigen Assistenten in 2 Monaten ablösen. Alter! Shadowbroker, geheim. Hässliche Fratze. Mehr brauchen wir da auch gar nicht zu... Oh, warte, man kann da noch überprüfen klicken? Willst du mich jetzt verarschen? Warte. Okay, Freunde, das lese ich jetzt aber nicht alles vor. Das werde ich mir alles mal schön alleine durchlesen. Ihr könnt mir natürlich Bescheid sagen. Wenn ihr es unbedingt alles wollt, dann mache ich hier eine kleine Vorlesestunde. Das mache ich dann in einer extra langen Folge oder so, wo ich die ganze Scheiße nur vorlese. Habe ich kein Problem mit. Müsst ihr mir nur sagen, ob es wirklich notwendig ist. Wenn nicht, dann mache ich das nämlich offscreen für mich selbst. Und wir machen ganz normal weiter. Ich würde jetzt auch gerne eine kleine Aufnahmepause machen, bevor ich mich hier weiter umsehe. Weil ich nehme jetzt schon 6 Stunden am Stück auf. Ja, da braucht man mal ein kleines Päuschen. Und so, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich fand das DLC richtig, richtig geil. Ich fand die ganzen Action-Sequenzen und die Story und der Humor. Hier ist ein bisschen mehr Witz dabei als in dem normalen Hauptspiel, obwohl der da auch schon sehr gut ist. Könntest du mich bitte in meiner Abmoderation nicht unterbrechen? Dankeschön. Ja, egal. Ich fand alles gut. Er hat mir gerade signalisiert, ich soll nicht so viel labern. Und deswegen sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und schönen Tag noch. Tschüssi. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2 mit Nienchen. Direkt im dritten Wort oder so der Anmoderation schon Hänger. Fängt gut an, wie immer. Ja, wir waren ja zuletzt bei dem Shadow Broker, der jetzt unsere liebe Freundin Liara ist. Ich glaube, sie hat das Ganze so übernommen. Das wurde zumindest impliziert beim, ich glaube, letzten kleinen Video, was wir da gesehen haben. Und wir können jetzt noch so ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, das hatten wir auch schon gesehen. Ich kann hier nämlich Dossiers lesen. Ich hatte ja schon angefangen. Ach ja, mit Shift. Oh, ist schon wieder so lange her. Hier so ein bisschen das vorzulesen. Und habe die Woche jetzt darüber nachgedacht. Möchte ich, weil man kann ja noch überprüfen klicken. Das habe ich dann danach gesehen. Ich, blindes Ding, ich. War wirklich hart am Überlegen, soll ich das jetzt wirklich alles vorlesen, weil man kann hier sehen, es gibt hier wirklich viel zu lesen. Und habe mich letztlich dafür entschieden, weil jeder, der es nicht jetzt sehen möchte, wie ich mich hier verkrüppelt an einer kleinen Lesestunde wage, darf gerne sich die nächste Folge einfach angucken. Machen wir das so? Machen wir so. Ich möchte mich eigentlich nichts vorenthalten. Und ich hatte ja auch das erste extra nette Aktivität mal gelesen und fand es ganz witzig. Und dachte mir, das sind jetzt wirklich so kleine Sachen, glaube ich, die so gar nicht so unbedingt viel mit der Hauptstory zu tun haben, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe noch nicht sehr viel gelesen. Aber wir fangen einfach mal an. Extranet-Aktivität. Extranet-Nachricht. Bildergebnisse für Shepard, Saren, Spectre. Extranet-Nachricht. Meldungszusammenfassung für Eldfell, Ashland, Energie. Abonnent aktiviert, After Dark Fashions. Aha. Da sehen wir also, was er alles im Internet sozusagen, im Internet des Mass Effect Universums getrieben hat. Dann hat sie auch noch ihr Abonnent gekündigt für 4. Jahresschrift zur Biotech-Forschung. Und sie hat ein Witbuch gekauft mit Männer sind von Omega, Frauen von Ilium. Erinnert mich ein bisschen an Mario Barth. Von iPartner Connections. Klingt nach einer Vermittlungsbörse. Miss Lawson, Username Lawbringer SR2. Wir haben Ihren Antrag auf Mitgliedschaft bei der E-Partner-Gruppe geprüft und freuen uns, Sie im exklusiven Diamantenzirkel aufnehmen zu können, wo die Besten auf die Besten treffen. iPartner bietet Ihnen voller Stolz folgende exklusiven Vorteile unseres Diamantenzirkels an. Zugriff auf Ihr Konto so oft Sie möchten. Unbegrenzte Mitgliedersuche in 23 Systemen. Ansicht potenzieller iPartner in voller 360-Ansicht. Mit einem kleinen Sternchen?
Der iPartner behält sich das Recht vor, unangemessenes Material zu zensieren. Schade, ich hätte gern so einen 360-Grad-Penis gesehen. Garantierte Platzierung Ihres Persönlichkeitsdossiers an oberster Stelle. Fragen, wenn Sie sich an Ihren persönlichen iPartner-Vertreter. Willkommen, iPartner Connections, erstklassige Paarungen für wählerische Menschen. Oha, das scheint ja so ein VIP-Ding zu sein. Ja, es ist Interportaltext-Chat. Ort Ilium, Lawbringer und Perfect Man 01. Ist ja ein sehr offensichtlicher Name. Hallo, neu bei iPartner? Ja, dann erzähl doch mal von dir. Was machst du beruflich? Darüber kann ich nicht sprechen. Etwa geheimer Regierungsspionkram und so? Klingt gefährlich, wa? Ja. Okay, dann was über dich persönlich vielleicht? Was machst du, um Spaß zu haben? Ich will dich eigentlich gar nicht kennenlernen. Lade die verlangten medizinischen Untersuchungsergebnisse hoch und fertig. Klar, er lädt alles hoch. Du bist vor 4 Jahren einer schwachen Form von Shintonialer Apraxas erkrankt. Ja, aber die Ärzte haben Verbindungsabbruch. Vielen Dank, dass sie sich für iPartner Connections entschieden haben. Aha, okay, LB scheint immer hier unsere liebe Frau Lawson zu sein, während der andere, ich frag mich aber gerade... Sie will also medizinische Daten von denen haben und die nicht kennenlernen. Will sie nur vögeln und verhindern, dass sie irgendwelche Geschlechtskrankheiten kriegt? Interportal-Textnachricht Omega, Lawbringer und True Gent Forever. Das sind schöne Namen. Schön, dass sie sich auch hier erhalten haben. 200 Jahre circa später. Der Partner. Oh, meine Liebe, gleich deiner ach so roten Rose, gerade erst erblüht. Verbindungsabbruch. Ich glaube, Frau Lawson ist nicht so begeistert von romantischen Bekundungen. Weil der kleine Krogana erst auf Ilium und dann auf Tuchanka wohl nichts für sie gewesen. Ich fand den ja ganz niedlich. Lawbringer und Highroller LLCJ. Hey, Baby, wie wär's mit einem Foto? Lass uns Verbindungsabbruch. Ja, das ist konsequent. Lawbringer und No Games 411. Er lädt direkt die Sachen hoch. Untersuchungsergebnisse sehen sauber aus. Ja. Apartment Block D, bla bla bla. Soll ich irgendwas? Verbindungsabbruch. Da hat sie endlich ihren Partner gefunden. Ich frag mich, was daraus geworden ist. Oriana, ein Gespräch zwischen ihrer Schwester und unserer Miranda. Hey, kann ich das auch irgendwie anders? Nee, kann ich nicht. Schade. Das ist immer so wibbelig hier. Okay, na gut. Hey, bist du das? Ja, keine Sorge, ich habe dafür gesorgt, dass alles sicher ist. Sicher, klar, ja, sehr gut. Wie lebst du dich ein? Oh, gut, das Haus ist riesig, es kommt mir zumindest so vor. Und wie läuft's in der Schule? Super, mit Genetiktheorie kann ich immer noch nichts anfangen, aber ich will das alles verstehen, weißt du, Physik und Mathe sind aber kein Problem. Deine Noten in Erdgeschichte des späten 20. Jahrhunderts liegt unterhalb der Standardabweichung. Soll ich dir einen Nachhilfelehrer besorgen? Ist aber eine nette Schwester. Geschichte? Nein, schon okay, interessiert mich halt einfach nicht. Ori! Ist ja süß, die hatten jetzt schon einen Spitznamen. Was? Na schön, ja, okay, es gibt da einen Jungen, Dana. Dana Gossima? Ja, woher wusstest du das? Ah, nicht so wichtig. Seiner Familie gehört eine Restaurantkette auf der Citadel. Gute Noten. Beinbruch mit 14. What the fuck? Direkt einfach mal NSA-mäßig durchgejagt durchs System. Superklasse, Miranda. Ist überhaupt nicht creepy. Ja, er stellt in der Klasse ständig Fragen. Vermutlich weiß er nicht mal, dass es mich überhaupt gibt. Verstehe. Was muss ich tun, damit er mich bemerkt? Damit er dich bemerkt? Ja, dabei könnte ich dir helfen. Bitte. Okay, also, Jungs, du musst einfach immer du selbst bleiben. Ich weiß, es klingt jetzt doof, aber wenn er nicht an dir interessiert ist, wirst du, wie du wirklich bist, ist es ohnehin egal. Du musst daran glauben, dass er dich, wenn alles passt, auch bemerkt und dann akzeptiert er dich und euch beide. Was? Und auch euch beide? Und so muss es sein. Was ist das denn? Du kannst nicht jemanden aus dir machen, der du gar nicht bist. Das mag ja erstmal ein guter Tipp sein, aber das ist nicht wirklich ein Tipp. Das ist so, ja, lass laufen und entweder es passiert oder es passiert nichts. Das, naja, na gut. Weil du sonst nie erfährst, ob der andere sich in dich verliebt oder in eine Lüge. Ori, ich habe nicht... Das stand wörtlich aus der Kolumne Liebe Dina von vor 2 Wochen. Wir haben ja auch extra nett, Schwesterherz. Meine Güte. Ich wollte dich nicht verärgern, ich wollte nur... Ich weiß, Schwester, ich weiß. Tut mir leid, aber ich finde das alles furchtbar. Ich hier und du da irgendwo draußen beim Retten der Welt oder was auch sonst du immer machst. Ich hasse es. Es ist sinnlos, die Welt zu retten, wenn ich nicht mal mit meiner Schwester reden kann. Es tut mir leid, wirklich. Warum erzählst du mir jetzt nicht etwas über diesen Jungen? Ja, okay, er ist halt anders.
Ich hasse ihn jetzt schon. Randa! Ich bin deine große Schwester. Ich werde sie alle hassen. Akzeptiere das einfach. Hier steht, er hat blaue Augen. Blau wie das Meer oder wie der Stahl einer Waffe? Blau wie der Stahl einer Waffe. Das ist, ich glaube, so beschreibe ich meinen nächsten Typen auch. Blaue Augen wie der Stahl einer Waffe. Und so, never mind. Ilium Medical Center, Abteilung für Mutterschaftsvorsorge. Ich glaube, jetzt wird klar, warum sie sich einen Typen gesucht hat. Ich glaube, sie versucht, schwanger zu werden. Oder sie versucht, sich das rauszureißen, damit sie nie schwanger wird. Aber ich glaube eher, sie möchte mal Mutti werden irgendwann. Miss Lawson, gemäß Ihrem Wunsch nach Anonymität wird diese Nachricht noch Bestätigung des Empfangs aus unserer Datenbank gelöscht. Wir können zwar die Ursache des gutartigen Tumors nicht mit Sicherheit auf Irregularitäten Ihres genetischen Aufbaus zurückführen, aber es steht fest, dass Sie infolge der fortschreitenden Schäden kein Kind mehr bekommen können. Etwa 12% aller Menschenfrauen im Alter zwischen 18 und 54 haben laut Daten des Instituts für Speziesforschung, ISF, Schwierigkeiten, schwanger zu werden oder zu bleiben. Falls Sie über Ihren Zustand sprechen möchten, gibt es dafür zahlreiche Selbsthilfegruppen. Sollten Sie über die Adoption eines Kindes nachdenken, stehen auch hierfür mehrere Optionen Ihrer zur Verfügung. Wünschen Sie weitere Beratung, wenden Sie sich bitte an unseren Kommunikationsofficer. Mit freundlichem Gruß. Das ist natürlich, das spielt es hier, ist leider kein Datum. Ich hätte gerne gesehen, ob das nach dem hier kam. Das ist natürlich traurig. Aber es ist irgendwie süß, dass sie Mutti werden will. Wer weiß, Cerberus ist ja weit entwickelt. Also wenn sie so einen Shepard aus dem, weiß ich nicht, aus Staub wieder zusammenflechten können, dann kann sie vielleicht auch schwanger werden. Sie ist ja so dicke mit dem, obwohl der wahrscheinlich nicht wollen würde, dass seine beste Angestellte dann in Schwangerschaftsurlaub geht. Aber na gut, kann er nicht ändern. Wenn die in Notfalls kann sie auch noch adoptieren. So ein kleines Krogana-Baby zum Beispiel. Missionsbericht Project Firebreak. Abwurf 16, Handelszentrum des Verloc-Clans, Tuchanka. Okay. 21.19. Turianisches Patrouillenschiff Indomitable von assistierendem Ablenkungsteam kontaktiert. 21.25. Indomitable verlässt Position in kroganischer DMZ, um Hilfe zu leisten. 21.26. SDG-Schiff Veshok 16 nutzt Lücke in Sensoren. 21.40. Landung. Commander Kirae führt letzte Überprüfung der Abwurfparameter durch. Kirae kennen wir den, ja. Da, wo wir Rex davon abgehalten haben, alles zu erschießen und dem Gar auszumachen, da war der Kirae vorher und hat diese Rede gehalten, wenn ich mich richtig erinnere. 21.41. Missionsspezialist Solus schlägt Planänderung vor. Nach Mitteilung, dass Planänderung nur bei Parameteränderungen erfolgt, vermutet Spezialist Solus bei Commander Kirae Fremdkörper in der Kloake. Fremdkörper in der Kloake. Ja, das ist, so kann man es auch formulieren. 21.43. Agent Rentola entdeckt sich nähernde Verloc-Kundschafter. 21.47. Kundschafter neutralisiert. Rentola wird wegen leichter Verletzung behandelt. Danach fragt Spezialist Solus, ob Fehlschlagen der Landung zur Parameteränderung führt. Commander Kirae schlägt vor, Operationen nach Plan fortzusetzen. Spezialist Solus liegt nahe, dass Kloakenfremdkörper in Wahrheit Kreis Schäde ist. Sorry. Schön. Ja, Solus. Das ist, unser lieber Doktor halt. 21.50. Team verlässt Workshop 16 und rückt zum primären Abwurfpunkt am Verloc Agrarzentrum vor. 22.38. Verloc Agrarzentrum erreicht. Team teilt sich. Ablenkungsteam unter Agent Rentola lockt Verloc-Kundschafter aus dem Gebiet. 23. Primärteam deaktiviert Solaranlage. 23.2. Verloc-Arbeiter verlassen Agrarzentrum zwecks Reparatur der Solaranlage. 23.7. Primärteam dringt ins Agrarzentrum ein. Missionsspezialist Solus führt Tests von Wasser und Boden durch, um ordnungsgemäße Verbreitung der Ladung zu gewährleisten. Assistenzspezialist Melon. Kann es sein, dass das gerade, das ist, was wir erst noch was wir schon gehört haben hier, als er diese ganzen, diese modifizierte Genophage wieder unter die Leute da gebracht hat, unter die Kroganer, damit die diese Geburtenrate halten können, nicht zu wenig, nicht zu viel. Ich glaube, das ist das. 23.12. Ablenkungsteam bricht Funkstille und informiert Primärteam, dass Verloc-Gruppe zurückkehrt. Spezialist Solus fragt, ob das zu Parameteränderungen führt. Commander Kirae äußert die Vermutung, dass Spezialist Solus in Wahrheit eine wandelnde Kloake ist und betont erneut die Wichtigkeit, die Stellung zu halten. Ha, ich glaube, die haben sich gut verstanden.
Hat er nicht gesagt, dass er Kira eh eigentlich gut fand? So, dass er ihn respektiert als guten Anführer? Das klingt jetzt erstmal nicht so. 23:13, Warlock-Team erreicht Agrarzentrum und beginnt Nahkampfgefecht. Agentin Jirin und Corell fallen. Spezialist Melon sowie Agenten Hishao und Shannock schwer verwundet. Warlock-Team vollständig getötet. Letztes Mitglied daran gehindert, Alarm auszulösen. Das Spezialist Solus Warlock-Wache mit Heugabel das Auge aussticht und dabei Verletzungen im Gesicht und rechtem Schädelhorn erleidet. Ah, daher fehlt ihm hier also oben was. Ich hab mich zwischendurch gefragt und dachte, naja, vielleicht ist das einfach, so, dass sie halt unterschiedlich zwischendurch aussehen und auch sowas ist. Aber na gut, hat sich geklärt, hat er da verloren. 23:16. Ablenkungsteam trifft zur Entlastung ein. Commander KRE bemerkt Parameteränderungen und schlägt vor, dass Rentola verletzte Teammitglieder zum Schiff zurückbringt, während er und das Rest des Teams versuchen, sekundären Abwurfpunkt zu erreichen. Trotz Verletzungen im Gesicht und am Schädel verweigert Spezialist Solus die Rückkehr zum Schiff, da Boden- und Wasseranalysen am Sekundärpunkt unerlässlich sei. Kira E. meint, Solus sei wirklich eine knallharte Kloake. Ja, war schön. Ich finde es mit den Kloaken echt nett. 23:20. Spezialist Melon, voller Unmut über Entdeckungen, dass Agrarzentrum mit weiblichen Kroganern besetzt war, darunter auch beim Angriff getötete Wachen. Spezialist Solus beruhigt Kollegen und verabreicht sedativ. Spezialist Melon kehrt mit übrigen verletzten Teammitgliedern zum Schiff zurück. Melon war... Haut mich nicht, wenn ich es falsch mich erinnere. Aber das war doch der Typ, den wir gestoppt haben. Die Daten da, also die Experimente, die er halt bei den Kroganern durchgeführt hat, das war doch Melon, richtig? Ich glaube ja. Ja, und da hat er schon Unmut darüber geäußert, wie das alles abläuft. Also war das so ein bisschen eigentlich abzusehen. Aber na gut. Urteilen wir nicht, ist jetzt eh vorbei, ist Geschichte. 23:30. Aktives Team beendet Leichenentsorgung und bricht zum sekundären Abwurfpunkt auf, dem Warlock-Krankenhaus. 015. Aktives Team infiltriert unentdeckt Krankenhaus. Spezialist Solus stellt fest, dass chemische Zusammensetzung von Boden und Wasser die erforderlichen Parameter erfüllen. Ladung wird im Wasser und Nahrungsmittel eingebracht. 1.15. Aktives Team kehrt zum Schiff zurück. Spezialist Solus verweigert Behandlung und kümmert sich stattdessen um Hishao, Shernak und Melon. 1.25. Spezialist Melon reicht formalen Protest ein. Vorgehen gegen weibliche Kroganerin habe Missionsparameter verletzt, das Populationsniveau ohne Negativauswirkungen auf Kultur beibehalten werden muss. Was? Ach, das... okay, sorry. Spezialist Solus... okay. Puh. Atmen. Das ist gar nicht so einfach, ein Stück vorzulesen. Ja, es ist, ich habe gerade erst lesen gelernt. Spezialist Solus beantragt Streichung des Protests aus Bericht infolge Melons Gesundheitszustand. Commander Kirae stimmt zu. Melon erhält weitere Beruhigungsmittel und ist für den Rest der Operation bewusstlos. Protest aus übermittelter Kopie des Berichts gestrichen. 1.40. STG-Schiff Veshok 16 startet und entkommt durch bestehende Sensorenlücken. Mission abgeschlossen. So. Aber er hat protestiert schon auf diesem Schiff. Und wir wissen aber, dass Solus, er meinte, wir waren uns doch einig, dass das das Beste ist. Dann hat Solus das komplett ignoriert, dass der, wie er sagt, Melon eigentlich was dagegen hatte. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Es hätte bei ihm schon was läuten können. Aber reden wir nicht drüber. Oh Gott. Bedrohung, was? Was? Das ist nur sein Lebenslauf, wa? Den lasse ich jetzt mal getrost weg. Überwachungsmanuskript. Klinik Omega. Patient. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Unverständlich. Das war's. Ich werde jetzt nicht vorlesen, wer das sagt. Ne, ihr könnt ja selber lesen. Ihr könnt ja mitlesen. Verdammt. Todeszeitpunkt 22:17. Leiche entsorgen. Alles desinfizieren. Nicht, dass Hygiene wichtig wäre. Die Seuche bleibt dieselbe. Weiteres Infektionsrisiko dennoch unnötig. Wie können Sie... Sollten wir nicht irgendwas für ihn tun? Warum? Batterianer glauben, dass die Seele für jenseits den Körper durch die Augen verlässt. Das Seele? Ach so, das sagt er jetzt hier. Batterianer glauben, dass Seele für jenseits den Körper durch die Augen verlässt. Berücksichtigung der Leiche gemäß ihrer Kultur ohne Bedeutung. Ausnahme, Feind entfernt die Augen, rümpft Nase, schwere Beleidigung. Aber wir haben schon wieder einen Patienten verloren. Ja, mehr Patienten als Zeit, können nicht jeden retten, würden beim Versuch verrückt werden. Daher Rettung womöglich immer weiter, Eile rettet mehr.
Wir sollten nicht hier drin warten, bis die Leute zu uns kommen. Wir sollten rausgehen und ihnen die Medikamente bringen. Ich könnte das übernehmen. Nein, sinnlos. Es sind schon mehr als genug Patienten hier. Kann Kampf gegen Watcher oder Banden nicht riskieren. Besser, diejenigen zu retten, die sich die Mühe machen, zu uns zu kommen. Doktor, draußen sind Blue Suns. Sie verlangen, dass alle Menschen rauskommen. Natürlich, das war zu erwarten. Unterliegen Watcher, müssen Vorherrschaft etablieren. Werde mit ihnen reden. Daniel, Leiche entfernen, nächsten Patienten holen. Müssen noch viele retten. Schritte. Solus verlässt den Raum. Assistent. Er wird uns doch nicht ausliefern, oder? Wohl kaum. Wenn er zurückkommt, sagen Sie ihm, ich habe was von dem Heilmittel genommen. Ich gehe raus, um zu helfen. Aber sagen Sie es ihm einfach. Schritte. Abram verlässt den Raum. Sie können nicht... Mein Gott! Schüsse! Was ist jetzt los? Aufstehen, die Gefahr ist vorüber. Blue Suns haben nicht mit Widerstand gerechnet. Dummer Fehler. Sie werden ihn nicht nochmal machen, weil sie nicht mehr können. Aufstehen, bitte. Nächsten Patienten herbringen. Moment, keine medizinische Ausrüstung. Leiche nicht entfernt. Wo ist Daniel? Er hat gesagt, in die Sams gegangen, um denen zu helfen, die zum Herkommen zu krank sind. Ja, rümpft die Nase. Seine Entscheidung. Hoffentlich überlebt er. Kann ihm jetzt nicht helfen. Zu beschäftigt. Nächsten Patienten reinbringen. Dem haben wir geholfen. Das weiß ich. Da waren wir auf Omega und den haben wir geholfen. Und der überlebt. Und, Jetzt müssen wir, wie es dazu gekommen ist. Finde ich ja süß, dass es dazu so ein bisschen Background-Wissen gibt. Vorgeschichte. So, Jacob, mein Lieblingsteammitglied. Seine Workouts, er macht 300 Bauchpressen, seitliche Bauchpressen 250, also hätten auch 300 gehen können. Stützstrecken 300, Leglifts 250, Leglifts mit Gewicht 125 und Sit-Ups 600. Sit-Ups, willst du mich verarschen? Beliebteste Unterhaltung beim Workout, die Qualle sticht. Making of Blasto, die Qualle sticht. Was ist denn Blasto? Sein Freund Yellow, 100 Jahre Remastered Edition, Asari Geständnis der 26, True Blue, klingt ein bisschen wie ein Porno. Aber ich glaube nicht, dass er sich Pornos reinzieht, während er da Workouts macht. Wäre ein bisschen seltsam. So, Mr. Jacob, Citadel-Turm. Sehr geehrter Mr. Taylor, mit großem Bedauern habe ich von Ihrer Kündigung beim Allianz-Militär erfahren. Sie haben sich in den vielen Jahren Ihres Dienstes als vorbildlicher Marine erwiesen. Sie waren ein wertvoller Teil des Allianz-Militärs und wir werden Ihre Sachkenntnis und Ihre Loyalität vermissen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen auch eine Beförderung in den Rang eines First Lieutenant anbieten. Natürlich verbunden mit einer entsprechenden Anhebung Ihres Soldes. Ich würde mich freuen, wenn Sie in dieser Funktion meine Kompanie verstärken würden. Ich hoffe, Sie ziehen mein Angebot in Erwägung und sehe Ihre Antwort mit gespannt entgegen. Nicht mit gespannt, einfach nur gespannt entgegen. Okay, wer war das? Hashim Beng. Sagt mir jetzt spontan nichts. Schade, ich dachte, das wäre Hackett. Dann hätten wir auch wieder, hätte sich der Kreis geschlossen. Dann kennt er den auch, aber nee, ist nicht so. Jacob Taylor von Ronald Taylor. Lieber Sohn, wenn du das hier liest, bin ich tot. Diese Missionen sind so gefährlich, dass es dumm wäre, keine Briefe wie diesen zu schreiben. Darum schicke ich ihn dir, bevor wir zu weit vom letzten Portal entfernt sind. Ich erinnere mich an deinen Gesichtsausdruck, als ich gegangen bin. Du wolltest mich darum bitten zu bleiben, hast das aber nicht getan. Du bist zu einem klugen jungen Mann mit großem Pflichtbewusstsein herangewachsen. Ich wünschte, das wäre mein Verdienst, aber es hat mehr mit dir selbst zu tun, als mit allem, was ich dir hier beigebracht habe. Die Wahrheit ist, dass ich einfach viel zu selten da war. Und wenn du das hier liest, werde ich nie mehr die Chance haben, es wieder gut zu machen. Meine Aufgabe ist zwar wichtig, aber ein Mann kann sich nicht immer hinter seiner Arbeit verstecken. Das sollte meine letzte Reise werden. Ich weiß, jetzt habe ich leicht reden, aber mit dem Geld von dieser Expedition hätte ich mich mit dir und deiner Mutter niederlassen und ein friedliches Leben führen können, weit entfernt von den Gefahren des Alls. Bevor ich wegging, sprachst du davon, dich der Allianz anzuschließen. Hoffentlich findest du bei deinem Team dieselbe innere Ruhe und Kameradschaft wie ich auf der Gernsbach. Ja, Ruhe und Kameradschaft und einen eigenen Harm hat er sich gegründet. Super. Ich liebe dich, Sohn. Und ich bin... Mensch, tut mir so leid. Ich liebe dich, Sohn, und ich bin stolz auf den Mann, der du geworden bist. Ich wünschte nur, ich hätte dir das ein einziges Mal persönlich sagen können. In Liebe, Dad. Das ist traurig. Das ist vor allem traurig, weil wir sehen, was aus ihm geworden ist. Und dass er sich schon irgendwie um seinen Sohn gekümmert hat oder es zumindest wollte, aber das nicht ausdrücken konnte, wie es angebracht gewesen wäre. Kommen wir zu Jack. Und wieder den Logbuch, was sie so im Internet treibt. Hinweis, Subject Zero vermeldet die Extranet-Verbindung der Normandy und benutzt eine private Universalwerkzeugverbindung. Suche im Archiv des Citadel Newsnet, Suchbegriffe Cerberus, Cerberus und Pragia, Pragia, Tatin, Cerberus und Tatin, Cerberus Ärzte, Unbekannte, Miranda, Lawson. Ah, sie hat ihre Feindin also sozusagen gegoogelt. Archiv des Citadel Newsnet. Geschichte der Galaxie, das letzte Jahrzehnt. Anmeldung im Forum von Citadel Newsnet. Username bla und Passwort. Sogar die Passwörter schreiben die mit
Das ist so unfassbar. Video des Gav-Angriffs auf Eden Prime. Video des Gav-Angriffs auf die Citadel. Video von Commander Shepard. Ernennung zum Spectre. Nach 12 Sekunden geschlossen. Hallo? Kannst du dir den Scheiß bitte komplett ansehen? Ich hasse das ja, wenn Leute sich Videos angucken und die nach ein paar Sekunden schon abbrechen, ne? Video des Absturz der ersten Normandy, Innenkameras. Video der Rettungskapsel in Benutzung im Allianzschiffen, zweimal. Ah, Karte mit Position der Massenportale, lokale Kopie abgespeichert. Wichtige Shuttle-Häfen auf Sitte der Welten, lokale Kopie abgespeichert. Wichtige Shuttle-Häfen in Terminus-System, lokale Kopie abgespeichert. Reisewarnungen, Liste der Flugverbotszonen der Citadel. Sperrung im Forum von Citadel Newsnet, exzessive und wiederholtes Fluchen, beleidigende Kommentare, Volksverhetzungen und Kommentare, Umgehen der Sicherheitsfilter. Ah, da war wohl jemand ein Flamer. Anmeldung bei Galactic Champion Poker 2100. Spielen von Galactic Champion Poker, 15 Minuten Sperrung bei Galactic Champion Poker, Streit mit anderen Spielern und Chatroom-Moderatoren. Siehe Audioskript. Schön. Verbindung eines kommerziellen VI-Programms zum Mischen der Extranet-Aktivitäten. Das hat dir nicht viel geholfen. Und sie hat sich hier schon Fluchtplan bereitgelegt. Das sieht man jetzt auch. Abgefangene Nachricht. Liebe Jacqueline Nord. Vielen Dank für Ihren Beitrag für die Monatszeitschrift Galaktischer Poesie. Leider können wir ihn nicht veröffentlichen. Die Monatszeitschrift Galaktischer Poesie legt Wert auf Versmaß und Reimschema. Führen Sie sich doch vor Ihrem nächsten Beitrag einmal unsere Richtlinien zu Gemüte. Mit poetischem Gruß, Megan McAaron. Das finde ich aber jetzt ein bisschen Einschränkungen in kreativen Freiheiten und so. Text Ihres Beitrages. Oh Gott. Ja, okay. Ein Gedicht von Jack. Meine Seele brennt mit dem Feuer der Finsternis, gelöscht nur vom Schmerz der Einsamkeit. Ich halte meinen Atem an und warte, bis ich Flecken sehe, schwarz wie die Vergangenheit, um dann meine Lungen mit den Lügen der Hoffnung zu füllen. Ich zeichne mich selbst, schwarz und gezackt, um die Narben zu verdecken, die mich zum Monster machen. Eine Warnung, das ist kein Ort der Ehre. Hier sind keine angesehenen Toten begraben. Ich mache jetzt keine Gedichtsanalyse. Das klingt dunkel. Lassen wir so stehen. Helios Medical Facility. Angezapft wegen möglicher Cerberus-Verbindung. Dr. Castor, es tut mir leid. Es gibt so viel, eigentlich das meiste über den Einfluss von Element auf Ungeborene, das wir nicht verstehen. Unbekannte Frau. Aber nein, nein, es ging ihr doch gut. Sie war gesund und glücklich. Sie sagte, es sei nur eine Routineuntersuchung. Es ging sehr schnell. Wir konnten sie nicht mehr zurückbringen. Sie sagten, es sei nur eine Routineuntersuchung. Wie konnte das geschehen? Es tut mir sehr leid. Ich will sie sehen. Nein, Ma'am, glauben Sie mir, die Anfälle haben Dinge mit dem Körper des armen Mädchens angestellt, das wollen Sie nicht sehen. Ich kann nicht, wie ist das geschehen? Wir wissen es nicht. Ich will ehrlich sein. Das ist nicht das erste Baby, das wir auf diese Weise verloren haben. Warum? Oh Gott, warum? Wir arbeiten an Behandlungsmethoden, aber die Regierung wendet dafür keine großen Mittel auf. Es würde ihr biotisches Rekrutierungssystemprogramm unterlaufen, was auch immer. Dreckskerle, diese verdammten Dreckskerle. Hören Sie, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber würden Sie uns Ihre Leiche, Quatsch, würden Sie die Leiche Ihres Babys für einige Tests überlassen? Sie wollen sie behalten? Ich will nicht, dass andere Familien durchmachen müssen, was Sie jetzt durchmachen. Okay, ja, wenn es hilft. Vielen herzlichen Dank. Die Schwestern wird Ihnen einige Dokumente zur Unterschrift vorlegen. Es tut mir leid, Ma'am. Unbekannte Frau verlässt den Raum. Ich brauche einen sicheren Kanal. Autorisierung 3362. Ja, ich bin's. Ich habe eine Kandidatin. Ja, das höchste Potenzial, das ich seit Jahren gesehen habe. Nein, um die Familie habe ich mich gekümmert. Schicken Sie so bald wie möglich ein Team von Pragia her. Unbekannte Frau, das ist schade. Ich glaube, wir lesen hier gerade, wie Jax von ihrer Mutter entführt worden ist, indem ihr eingeredet worden ist, ihre Tochter sei gestorben. Das ist natürlich richtig, richtig makaber. Ich frage mich ja an dieser Stelle, ob man das nicht zurückverfolgen könnte und sie ihre Mutter so finden könnte. Wäre eigentlich mein schöner Dienst von Cerberus, da Wiedergutmachung zu leisten. Ich trinke mal kurz einen Schluck, wenn mein ganzen Vorlesen alles schon ins Trocken ist. Danke. Audiotranskript. Transkript eines Gesprächs, teils aufgenommen auf den unteren Decks der Normandy. Said Masani. Geht dieser tollkühne Turianer einfach durch die Tür rein, ignoriert mein Handzeichen und wird direkt durch den Visor erschossen. Ach herrje, als würden Sklavenhändler Visitenkarten verteilen und keine Kugeln. Hat er es überstanden? Der Turianer? Nein, der Scharfschütze hat ihm den Kopf regelrecht weggeballert. Meine Güte! Genau, danach ging alles den Bach runter. Wir haben ihre Funkanlage gestört, aber die Sklavenhändler konnten in einem Shuttle entkommen, das später mit einer Bombe zurückkam.
Aber sie hatten im Lager doch Leute untergebracht. Sicher, ein paar Credits haben sie dabei verloren, aber in dem Terminus-System gibt's ständig passagierische Schiffe mit Zivilisten. So langsam verstehe ich das alles. Was haben sie getan? Wir sind abgezogen. Wir hatten auftragsmäßig... Moment. Schlucken. Wir hatten auftragsgemäß ihren Captain und die Wachen erledigt. Ich dachte, der Söldner, der das Shuttle flog, würde nicht zu dämlich sein, nach unserem Abflug seine eigene Basis in die Luft zu jagen. Und was ist dann geschehen? Nun, das Blackbeard hatte schon immer eine Vorliebe für ganz besonders dämliche Mitarbeiter. Ich glaube, der hat sich schon in der Luft gejagt. Eine persönliche Notiz, die Masani nach der Anfrage durch Cerberus an sich selbst geschrieben hat, abgefasst in einem Code, der bei den Söldnern der Terminus-Systeme sehr beliebt ist. Unentschlüsselter Text, ihr Eintrag, bla bla bla. Ja, den brauchen wir nicht, den unentschlüsselten Text. Das könnte es sein. Wenn das Geld dieses Unbekannten ankommt, muss ich ernsthaft über den Kauf einer Immobilie nachdenken. Nur wo? Es müsste ein Ort sein, wo ich es länger als ein Jahr aushalten kann. Elysium vielleicht? Nur wenn die Allianz endlich ernst damit macht, die Batterianer im Randsektor auszuschalten. Also werde ich es wohl nicht mehr erleben. Auf Ilium verschwindet man zu schnell, ob man es will oder nicht. Ich verzichte. Die Erde ist immer noch zu überbevölkert. Biekenstein? Gutes Wetter, gutes Essen, hauptsächlich Menschen. Eine gute Wahl, solange ich unerkannt bleiben kann. Eden Prime, die beste Gartenwelt der Galaxie, aber bisher haben sie nur die Farmen wieder aufgebaut. Ach, scheiße, vielleicht soll ich einfach ein Schiff voller Sprengstoff kaufen und auf Omega Selbstmord begehen. Der simpelste Plan für den Ruhestand, der mir bisher eingefallen ist, das ist traurig. Nein, lass dich doch irgendwo nieder. Kauf dir eine kleine Ranch, mach ein bisschen einen auf Bauern. Ich hab gehört, das machen Leute so im Alter. Oh, Garrus! Garrus, Tötungsliste. Ach du Scheiße. Erwähnenswerte Todesfälle von Verbrechen auf Omega. Ich werde jetzt den Namen mal nicht durch... auf Kopfschuss, Harga, wer auch immer das war. Schusswunden, alle Gliedmaßen und lebenswichtigen Organe. Schädelbruch durch Gewehrlauf. Verbrennung dritten Grades am ganzen Körper. Explosive Kiste. Aha. Ersticken, Fehlfunktion des Schutzanzugs. Kopfschuss, geschmuggelte Waffe, Überdosis, roter Sand, direkter Kontakt mit einem vier Augen. Garrus, das ist widerlich. Erkältung. Willst du mich verarschen? Virenspezialist, Serienmörder? Erkältung. Was für eine Ironie. Visorspezifikation. Zielerfassungsvisor, Einzelanfertigung, einzigartiges Modell auf Basis des Guashi-Rahmens, bis zu 100-fache Vergrößerung, integrierte Zielverfolgung, optionale Lösung zur Kompensierung von Wind und Gravitation, eingerichtet für Zielverfassung durch Sonar, Lader, Thermal und EM. Überwacht Biofeedback des Ziels bei 10 Meter Entfernung zur Feststellung von Herzrhythmus oder Atemveränderung, nur für Standardratsvölker. Kann biotische Felder bis zu 100 Meter entfernt orten und messen, liefert optimierte Feueroptionen zum Deaktivieren von kinetischen Barrieren oder synthetischen Schildern. Optionaler Killzähler verfolgt innerhalb vorgegebenem Zeitraum die Anzahl der selbst oder von über Anzug synchronisierten Teammitgliedern ausgeschalteten Feinden. Er kann also im Prinzip nachverfolgen, wer was gekillt hat und wie viel. Dann haben wir einen Highscore. Panzerungshotlink ermöglicht Erfassung des Fremdenbeschuss und Mikrokorrektur selbst abgefeuerte Schüsse durch kinetische Barriere. Audiojung spielt auf Wunsch des Benutzers Musik ab. Top 5 während eines Feuergefechts. Erstens, Tod für die Sache, kaiserlich-turianische Hymne. Zweitens, Feuer auf den Innenhof, Filmmusik, Flotte und Flottille. Bang, bang, boom, Club, Kicks, Dance, Mix. Ah, schön, okay. Hurt Me Deeper, Best of X-Bild 10, Dance Mix. Ich hätte ja nicht gedacht, dass er auf Dance Mix steht, aber na gut. Blue Azure, Filmmusik, Vaina, ja. 10 eingravierte Namen, Erish, Montique, Mirian, Grinnan, Cruel, Melanus, Ripper, Sinset, Fortash, Butler, Weaver. Weitere eingravierte Name und dann ausgebrannt, Sedonis. Das waren wahrscheinlich die gefallenen Teammitglieder. Sein Team sozusagen. Haben wir noch 4? Alter, ich bin jetzt schon eine halbe Stunde am Lesen. Das darf ja nicht wahr sein. Ich werde das wahrscheinlich alles in eine Folge raushauen. Dann verpasst er wenigstens nicht so viel. Muss ich das nicht über mehrere Folgen hier strecken. Justikarin Samara. Transmission Log. Samara, ich habe euch zusammengerufen, um euch um etwas zu bitten. Um euch um etwas zu bitten. Das ist nicht korrekt. Es ist eine Kleinigkeit, wäre aber zu unserem Besten. Reader, Verlierer, wie ist der Empfang? Ziemlich gut. Undeutlich, Mutter. Wir sind im Gemeinschaftsraum und der Kommunikator ist zu nah bei der Tür. Tür wird geschlossen. Versuch's jetzt, Mutter. Es wäre besser, euch diese Nachricht persönlich zu übermitteln, aber ich darf vor morgen nicht reisen. Es gibt etwas, das ich tun muss. Es ist gefährlich und deshalb muss ich es alleine erledigen. Was meinst du mit gefährlich? Ich leiste morgen den Eid der Einsamkeit. Er soll mich auf die anderen Eide vorbereiten, aber das bedeutet...
Du machst was? Es ist ein Eid, den alle leisten müssen, die... Ich weiß, was das ist, Mutter. Ich bin 42 Jahre alt und habe schon von den Justikanerinnen gehört. Dann verstehst du, warum ich das tun muss? Nein. Das Leben einer Justikarin ist gefährlich. Ich werde mir Feinde machen und die würden euch benutzen wollen. Den Teil verstehe ich. Ich begreife nur nicht, warum du das überhaupt machst. Reicht es nicht, dass wir 100 Lichtjahre von dir entfernt in einer feuchten Festung leben? Dass wir keinen eigenen Kommunikator haben, sondern den von der Gemeinschaft benutzen müssen? Weißt du, was das für uns bedeutet, deine Stimme zu hören? Es tut mir leid, verliere? Und jetzt nimmst du uns auch noch das weg. Ich weiß, das schmerzt, aber so ist es nun einmal. Ich wünschte, es gäbe eine andere Lösung. Und dafür rufst du uns nur an, statt uns zu besuchen? Würde ich euch besuchen, könnte ich euch nicht mehr verlassen. Ihr wisst, was das bedeuten würde. Ist dir denn wirklich so schrecklich, Mutter? Ist dir die Bedrohung durch sie so gewaltig, dass wir dich nie mehr sehen dürfen, nie mehr deine Stimme hören? Liebes, ich kann sie nicht auf die Welt loslassen und vorgeben, ihren Opfern nicht zu schulden. Ihre Verbrechen sind auch die meinen. Irgendwann werdet ihr das verstehen. Zeit ist ein schlechtes Heilmittel für eine frische Wunde. Bitte, lass nicht den Zorn alles vernichten. Wir haben unser Leben lang Zeit, den Schmerz und den Verlust zu verkraften. Können wir nicht einen Augenblick lang durch die Augen des anderen sehen? Schweigen. Verliere, ich will dich nicht verlieren, Mutter. Nicht wegen jemand so unbedeutendem wie Mirala oder wie auch immer sie sich gerade nennt. Und Rila, du hast gar nichts gesagt. Siehst du das auch so? Ich kann nur sagen, dass ich ebenfalls Sehnsucht nach dir haben werde. Die liegt doch bestimmt noch mehr auf dem Herzen. Kannst du wirklich nur dadurch in Rechtschaffenheit leben, Mutter? Ich kann dadurch ein aufrechtes Leben führen. Bei der Göttin, dann werde ich dir das nicht nehmen. Rila beendet Verbindung. Sie liebt dich, Mutter. Sie hat es nicht gesagt, aber es ist so. Und du? Kannst du nachvollziehen, warum ich das muss? Fang sie einfach. Verliere beendet Verbindung. Ah, okay. Ich glaube, da hat sie den Justikaren-Eid angefangen abzulegen. Und das verbietet ihr also, ihre anderen Töchter zu sehen. Weil sie sich ja nach getreu dem Kodex sozusagen leben muss. Aber eigentlich hat sie sich ja uns unterworfen. Und wenn wir jetzt dahin triggern, einfach für einen Besuch und sie mitnehmen, könnten wir ihr ja eigentlich damit einen Gefallen tun, glaube ich, ne? Also natürlich, sie sperrt sich dann. Weil sie ihre Töchter nicht sehen möchte, weil sie dann nicht mehr wegkommt. Ich weiß nicht, ob das nicht mehr Qual wäre als das, was wir eigentlich bezwecken wollen, dass sie mit ihrer Familie mal zwischendurch vereint wird, aber stecken nicht drin, wa? Von Justikaren Samara hinterlassene Besitztümer, sperrige Güter, Haus mit 4 Schlafzimmern auf Tessia, Möbel und Haushaltsgeräte, Familien Skycar Saphir von Elkos. Kleidung und Schmuck, Freizeitkleidung etwa 20 Outfits, elegante Negligés, Tanzkleider, Kleid für Bindungszeremonie, Armkettchen für Bindungszeremonie, Holomedaillon von Bilder von Bindungspartnerkinder neu programmierbar, Kleidung für Babys und Kinder, diverses, verschiedenes, lebenslanger Mitgliedschaftspass von Therese Fitness, Siegestrophäe Skyball Amateurliga, Video- und Romansammlung, diverses, Fotoalben, diverses, Skulptur von Samara und Bindungspartner, eine ganze Skulptur, wer war eigentlich ihr Bindungspartner, hatten wir das schon irgendwie erfahren, personalisierte Tasse Glückwunsch zum Geburtstag, Mama, mit Vater, mit Foto von Samara und Kindern, Griff abgebrochen und repariert, Klebstoffrückstände sichtbar, Erinnerungskugel, Bindungspartner, Geburtskrippe. Das ist traurig, sie müsste all ihre Sachen, die sie ja im Prinzip an ihr vorheriges Leben gebunden haben, komplett hinter sich lassen. Oh mein Gott, Lisa, oh mein Gott, das ist so viel. Oh mein Gott. Da bin ich ja 3 Stunden beschäftigt, Alter. Okay, ich mach's sofort, weil ich meine ganz, ganz kleine Worte, da kriegt die überhaupt nicht voll mit. Und dann geht's hier weiter. Und ich verspreche euch, ich mache es in, egal wie lange es jetzt war, wahrscheinlich 1,5 Stunden oder so, bis ich das alles gelesen habe, ich packe das in eine große Folge und ich lade auch an dem Tag 2 Folgen hoch. Das heißt, wenn ihr das nicht alles lesen wollt, könnt ihr euch die nächste Folge, wo wir dann aktiv wieder was machen, einfach reinziehen. Das wird jetzt den Leuten nichts bringen, wenn ich es sage, mittendrin, die es nicht sehen wollen, aber ihr könnt es ja weiter sagen, weißt du? Stille Post und so, passt schon. Egal, ich bin sofort wieder da. So, weiter geht's mit Tali. Shadowbroker. An Shadowbroker von Tali Sora Naha Raya. Ich weiß, Sie kennen mich nicht. Ich bin die Tochter von Admiral Rael Sora und habe Probleme auf meiner Pilgerreise. Ich habe bei der Untersuchung eines deaktivierten Geff eine Aufnahme gefunden, die darauf schließen lässt, dass der Inspektor namens Saren mit den Geff zusammenarbeitet. Er hat den Rat hintergangen und ist für eine Gruppe tätig, die sich Reaper nennt. Ich bin im Moment auf der Citadel, aber Sarens Leute sind hinter mir her. Die Sache ist zu groß für mich. Ich bitte Ihnen die Informationen in Austausch gegen Schutz an. Das ist doch jetzt nicht mein Fehler gewesen. Ich biete Ihnen die Informationen an. Sind Sie interessiert? An Tali Sora vom Shadowbroker. Ich bin interessiert und es war klug, sich an mich zu wenden. Ich habe auf der Citadel einen Mann namens Fist, der Sie beschützen kann. Geben Sie ihm die Informationen, dann bringt er Sie in Sicherheit.
Von Shadowbroker an... Quatsch. An Shadowbroker von Tali. Oh, shit. Jetzt bin ich zu weit runter, glaube ich. Moment, ich hab's gleich wieder. Da. Kein Deal. Saren hat zu viele Leute gegen mich aufgebracht. Wenn wir das durchziehen, will ich sie persönlich treffen. Ich kann sonst niemandem vertrauen. An Talizora von Shadowbroker. Verstanden, wir treffen uns persönlich. Fist wird das in die Wege leiten. An Fist von Shadowbroker. Ich leite hiermit Informationen über eine Quarianerin namens Talizora an sie weiter. Sie will ein Treffen und hat wertvolle Daten. Bringen Sie sie an einen sicheren Ort und vermeiden Sie alle üblichen Kanäle. Spectre Saren Arterius ist hinter ihr her. Sobald sie die Informationen haben, töten sie die Quarianerin und alle unsere Agenten, die Zugriff auf die Daten hatten. Diese Informationen darf niemand in die Hände fallen. Oberste Sicherheit. Sie werden für den Verlust ihrer Leute angemessen entschädigt. An Shadowbroker von Talizora. Ihr Agent wurde ausgeschaltet. Er wollte mich an Saren ausliefern. Ich habe die Informationen einem menschlichen Allianzkommander namens Shepard übergeben und halte mich jetzt für ausreichend geschützt. Danke für Ihr Angebot. Hoffentlich sind künftige Geschäfte zwischen uns dadurch nicht unmöglich geworden. An Talizora von Shadowbroker. Natürlich nicht. Ich entschuldige mich für Fists Verhalten. Falls Sie irgendwann Ihre Meinung ändern sollten, stelle ich Sie gerne unter meinen persönlichen Schutz. Kontaktieren Sie mich bitte wieder, sobald es Ihnen beliebt. Aber Tali wusste ja, dass der Shadowbroker sie hintergeht. Das haben wir ja im ersten Teil kennengelernt. Da hat sie ja schon gesagt, dass er eine falsche Ratte ist. Schätze ich mal. Oder? Oder? Nein. Ja, sie weiß, dass Shadowbroker daran schuld war. Auch wenn die sich jetzt erstmal gegenseitig so tun, als ob nichts gewesen wäre. Tastaturaufzeichnung, Eingabegerät, Universalwerkzeug, Citadel. Neue Nachricht. Liebe Sen und Hazelin Joren, ich bin, Zeile gelöscht. An die Eltern von Mirej Joren, was? Zeile gelöscht. Ich ehrlich gesagt, ich kann diesen Namen nie aussprechen. Mirjorin, was? Mein Name ist Talizora Wasnehmer und ich habe die Einheit angeführt, in der ihr Sohn auf Haestrum getötet wurde. Zeile teilweise gelöscht. Die Einheit auf Haestrum angeführt, wo ihr Sohn gefallen ist. Zeile teilweise gelöscht. Auf Haestrum angeführt, wo Mirjorin gefallen ist. Ich kannte Mirjorin nicht gut, aber er schien ein guter Soldat und ein tapferer junger. Zeile gelöscht. Ich hatte keine Gelegenheit, Mir besser kennenzulernen, aber Zeile löschen. Ich habe nur kurz mit Mir zusammen gedient, aber sein Mut und sein Einsatz für sein Volk haben mich beeindruckt. Er starb, damit ich... Zeile gelöscht. Er hat mich gerettet und gab sein... Zeile gelöscht. Er gab sein Leben, um Daten zu beschaffen, die der Admiralitätsrat für eine Zeile teilweise gelöscht. Um Daten zu beschaffen, die uns eines Tages auf die Heimatwelt zurückbringen werden. Ich weiß nicht, ob das hilft... Zeile gelöscht. Teilweise Heimatwelt zurückbringen werden und wir alle ehren sein Opfer. Speichern. Ich bedauere, Zeile gelöscht. Ich trauere mit Ihnen, Zeile gelöscht. Ich verstehe, was Sie jetzt, Zeile gelöscht. Entwurf speichern und beenden. Ich glaube, sie ist nicht so gut in Briefe verfassen an Hinterbliebene. Na gut, das ist auch nichts Einfaches, von daher sei es ihr verziehen. Kasumi hat auch was. Gedichtloks. Okay. Anonyme Gedichtloks Haiku von Kasumi. Atemlos, Glanzhaut, Muskeln rhythmisch arbeitend, Verlangen heimlich, er sieht mich jetzt an, gleichgültig ist sein Lächeln, ich völlig verwirrt. Wunderschön und gut, so freundlich, dass es wehtut, Jacob ist perfekt. Ja, bitte, ich bin so ein Fan von euch beiden. Bitte kommt zusammen, das fände ich so schön. Kasumi Goto. Meine Quellen haben mir mitgeteilt, dass sie ihre Antiquitäten. Antiquitätensammlung vergrößern möchten. Hier sind die Exponate, die sich derzeit in meinem Inventar befinden. Ich hatte anfänglich den Auftrag, sie zu beschaffen, aber bei Ausbleiben der Bezahlung sind sie in meinen Besitz übergegangen. Alle Preise sind verhandelbar. In ihrem Fall würde ich Gefallen-Credits vorziehen. Was auch immer. Antworten Sie bitte auf denselben sicheren Kanal. Eine Ansammlung von Dingen, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Könnt ihr Pause machen, könnt ihr selber lesen. So, wir haben noch Fane. Fane. Tötungsmethoden. Bevorzugte Tötungsmethoden von Fane. Mensch, Annäherung von hinten. Schulterblockade, um Umdrehen zu verhindern. Hände an Kinn und Schädelbasis. Genickbruch. Alternativ an der Schulter packen, Arm und Kehle legen, Kiefer greifen, Genickbruch mit einem Arm. Mache ich hier gerade eine Anleitung, wie man Menschen am besten tötet. Sorry. Annäherung von hinten. Schlag gegen Kehle, um Luftröhre abzuschalten. Griff zur Blockierung der Arme, um Biotik zu neutralisieren. Huftwurf, Kinn und hinteren Haaransatz greifen, Genickbruch. Alternativ, Warpfeld auf biotische Barriere vorbeigehen. Tritt von hinten gegen das Bein, um Knie auszuschalten. Eigenes Knie in Wirbelsäule rammen, Kinn und hinteren Haaransatz greifen, Genickbruch. Alles möglichst ohne Waffen, ne?
Turiana, Annäherung von der Seite, tiefer Tritt gegen das Knie, Arm greifen und in Beinklemme nehmen. Bein brechen, warten, bis Bein des Turianers sich vor Schmerz versteift, Finger unter den Kiefer, falls ungepanzert oder ins Auge stoßen, Kopfrand, packen, Genickbruch. Alternativ, Annäherung von vorne, beidhändige Schläge auf die empfindlichen Platten direkt unter den Augen, dann Ellenbogen, Schlag auf Schlüsselbein, Beinfeger mit direkt folgendem Sprung und Genickbruch in der Bewegung. Alter Verwalter. Ich glaube, das schafft Shepard nicht mit ihren dicken Schenkeln. Nee, ich glaube, das wird nicht gut enden. Krogane, Annäherung von oben, Doppelschlag auf Augenkante, dann herunterrutschen, während das nun blinden Ziel Arme nach oben reißt. Präziser Nervenschlag gegen die Kehle, zweiter Nervenschlag zur Unterbindung des Blutrauschs. Tritt in die Weichteile, damit das Ziel sich bückt, Griff an beide Seiten des Schädels, damit dann Sprung mit Genickbruch in der Bewegung. Alternativbombe. Ja, Kogane sind halt nicht so leicht, ohne Waffen zu killen. Medizinischer Bericht von Dr. Chakwas. Lungenkapazität 42%, linker Lungenflügel weist Läsionen auf, bei rechten Lungenflügel nur Knotenbildung. Behandlung mit Antibiotika. Patient ist mittlerweile resistent gegen Cyproxidin, Malanarin, Alborisin, Metastasen, Ausbreitung, Magen, Leber, Anfangsstadium, Herz, derzeit zu vernachlässigen. Behandlungsoption, geeigneter Transplantationskandidat hat aber Eintragung in Liste verweigert. Erzeugung einer synthetischen Lunge für Dre derzeit noch nicht möglich. Therapie und Pflege. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte Mr. Cryos regelmäßig kardiovaskuläre Übungen machen, um die Lungenbewegungen anzuringen, damit die Steifheit zu verhindern. Oder zumindest zu verzögern, die zum Nachlassen des Sauerstofftransports führt. Jede körperliche Stimulation unterstützt die Flexibilität des Gewebes, allerdings würde jede Verletzung dem Körper von Mr. Cryos sehr schaden und den Verfall enorm beschleunigen. Es ist unklar, wie lange Thane noch zum normalen Dienst fähig ist. Er sollte weiterhin lose Kleidung tragen, die seine Brust freilässt, um Feuchtigkeitsbindungen zu verhindern, die das Problem verschlimmern könnten. Das eidetische Gedächtnis der Drei ist oftmals sehr hilfreich, da es ihnen ermöglicht, unangenehme Situationen durch Erinnerungen an bessere Zeiten zu überlagern. Mr. Cryos sollte darauf jedoch nach Möglichkeit verzichten, da der sedierte Zustand dabei das Fortschreiten des Lungenverfalls beschleunigen könnte. Wieso? Wieso, fördert das der sedierte Zustand, also das Erinnern an schönere Zeiten, den Verfall seiner Lunge? Das verstehe ich gerade nicht, den Zusammenhang. Die beste Empfehlung für Mr. Cryos in seinem derzeitigen Zustand muss daher lauten, aktiv zu bleiben und den Umgang mit anderen Teammitgliedern zu pflegen, um mental und emotional stimuliert zu werden. Zu bleiben. Ah. Er soll sich also nicht in Erinnerung baden, sondern im Jetzt leben. Mit uns, allen zusammen. Mein Gott, das ist nicht nur ein Tipp für ihn, das ist eigentlich auch für ganz viele andere Leute. Grunt, ach du Kacke. Kürzliche Extranet-Aktivität. Zusammenfassung kürzlicher Extranet-Vorgänge. Suche kroganische Geschichte. Große Krieger, Genophage, gelöscht kroganische Krieger. Okay, gelöscht, große Generäle. Tuchanka, gelöscht, Tuchanka? Ach so, er hat's falsch geschrieben. Bernard Rex, Kampfmeister Shepard, geändert Commander Shepard, geändert Commander Shepard Normandy. Tierkämpfe geändert, große Raubtiere. Tyrannosaurus Rex. Gelöscht, Erde-Echse, Rex. Mhm, alles klar, Rex. Ach, schön. Dinosaurier. Oh, er ist ein Fan von Dinosauriern. Kürzliche Aktivität. Suche Kampfmeister Menschen gelöscht, Erde-Menschen, Menschengeschichte, Erde-Kriege. Download 6,1 Terabyte Nachrichtenmaterial. Menschen allgemein historisch Konflikt. Suche Krieger Menschen. Download 2,1 Terabyte dokumentarisches Material, Menschen allgemein historisch, wichtige Militärpersönlichkeiten. Suche große Menschen, geändert, geehrte Menschen. Download 0,7 Terabyte Nachrichtenmaterial, Mensch, Errungenschaften, Auszeichnungen. Suche große Geschichtenerzähler, Menschen. Suche Krieggeschichten. Download 0,67 Terabyte Literatur, Menschen, Autoren, Konflikt. Menschen, Homer, Kipling, Hemingway. Ah, die Großen also. Download 0,13 Terabyte Literatur, Menschen, Autoren, Ernest Hemingway. Download 0,06 Terabyte Audiobücher. Fiesta, 14% abgeschlossen. Wem die Studie schlägt, 100% abgeschlossen. Ach, wem die Stunde schlägt, die Studie. In einem anderen Land, gelöscht, der alte Mann und das Meer, 100% abgeschlossen. Suche, Haie. Ach, ist das süß. Der interessiert sich richtig für Menschen. Das finde ich irgendwie cool. Ich finde den so niedlich. Und hier eine Reihe von Sachen, die er sich gekauft hat. Ich frage mich, was dieses Asari-Geständnis 26 ist, wenn da jeder so ein Fan von ist. Und er hat Actionfiguren. Gare, der kroganische Kampfmeister, mit echter Zerstampfe deinen Feind-Funktion.
Die hätte ich auch gerne. Ich würde den Rest jetzt tatsächlich mal vernachlässigen. Okay, Grant haben wir auch. Es ist nicht mehr viel, Freunde. Cerberus. Aktivitätenhöhepunkte, eine ausführliche Liste der Spurfirmen findet sich bei Firmenstruktur von Cerberus. Ach du Kacke. Nee, nein. Das kannst du direkt einfach mal vergessen. Das werde ich aber lesen. Profil des Unbekannten. Heute gerauchte Zigaretten 4. Heute konsumierte Drinks 7. Täglich Skyboy-Punktzahl 160 von 05. Das perfekte Spiel in Folge. Heute getragener Anzug Gilioni, Giuli und Vaughn. Leichtes Leinenmischgarn. Fahrenzeit 2200. Wen interessiert der Scheiß? Ja, also ist Pflaumenbau. Ist ein sehr schöner Anzug. Sexuelle Beziehungen vergangene Woche. Sani Shelani von Eum Entertainment zum Sexiest Mensch Alive gewählt. Brooke Carriger, Skyboy Champion. Vela Vicious Vonax Dreamgirl von 2185. Stacy und Stacy und Steffi Strong, die Trockenlandzwillinge. Materialchen Trelani, zweimal. Aha, der absolute Alienfeind pennt zweimal mit einer Materialchen. Dieser Verlogene, heute verschickte Nachrichten jede Menge. Captain Bailey. Aria Tilo, aber von Lyra zum Beispiel gar nichts, finde ich schade. Geschäftskorrespondenz, Captain Bailey. Grundlagen für neue Rekruten. Herhören. Ich schicke diese Nachricht, weil zu viele unserer neuen Rekruten nicht begreifen, dass der Dienst bei C-Sicherheit auf der Citadel nicht mit dem auf einem Gartenplaneten zu vergleichen ist. Ich möchte, dass sie denen das Folgende einbläuen, bis sie es nicht mehr hören können. Erstens, kenne deinen Bezirk. Kontakte kommen nicht von selbst. Mindestens 20 Stunden Streife zu Fuß pro Woche sind Pflicht. Keine Ausnahmen. Zweitens, aktiviere deinen Translator. Jede Woche besuchen über 9 Millionen Touristen die Citadel und erscheinen zu können, ob der Trunkenbold von Omega nur das Nachtleben genießt oder seinen Kumpels Anweisung für den Angriff gibt, ist durchaus wichtig. Wir werden beobachtet. Drittens, jeder vom Rad bis zum Busfahrer hat ein Auge auf die neue C-Sicherheit. Lästern in der Umkleide ist in Ordnung, aber ein Fehler in Uniform kann im schlimmsten Fall galaxieweit in die Nachrichten kommen. Vorerst wär's das. Melden Sie mir jeden Problemfall, den wir entweder einordnen oder rauswerfen müssen. Liste empfangener Korrespondenz. Liste des Lesen von Citadel Officer. Zusammenfassung der... Achso, das ist seine Leseliste. Seine Bücherliste, was auch immer. Zusammenfassung der Ratssitzung vom Vortag. Citadel Newsnet. Sport und Kultur möchte er gerne lesen. E-Mail von seiner Ex-Frau. Thema Besuch auf der Citadel abgesagt. VIP-Plünderer. Mhm. Bericht von Detektiv Blablabla über mordverdächtige Rose Jones. Und die ist wohl unschuldig. Einmeldung von Citadel Rapid Transit Thema, Einstellung des Betriebs von Sakera Bezug zum Taiseri Bezug, Verstärkungsanforderung von Captain Kiefer vom Taiseri Bezug, was ist denn da abgegangen? Beileidsbekundung von Sonu Barish, Intendant des Taiseri Bezugs, anlässlich des Todes der Officer Lambert Jungira und Brettner Son Malda durch Heckenschützen im Taiseri Bezug, was ist denn da verkehrt? Was geht denn da für ein Kleinkrieg ab? Anforderungen von Captain Kiefern, vorübergehend zwei Officer von C-Sicherheit vom Sakura-Bezug der Citadel in den Terseri-Bezug zu versetzen. Einladung von Captain Kiefern zum Treffen am üblichen Ort. E-Mail von Ex-Frau-Thema Bandenschießerei, Baileys Gesundheitszustand. Ah, Bandenschießerei. Okay, ist ja süß, dass seine Ex-Frau sich noch erkündigt, ob es ihm gut geht oder nicht. Wir sind endlich bald am Ende. Ich kann nicht mehr, ne? So viel lesen. Mir ist schon wieder alle trocken. Ich muss nochmal einen Schluck nehmen. Okay, schon besser. Aria, ich sag ihm immer falsch. Ich bin so neugierig und ich möchte es euch auch nicht vorenthalten. Nicht, dass irgendjemand mal, weiß ich nicht, dass die AC vielleicht nicht gekauft hat und er möchte wissen, was er verpassen könnte. Hier Leute, hier, das habt ihr, hätte Fahrradkette, ihr eventuell verpassen können. Audioübertragungstranskript. Tür wird geöffnet und wieder geschlossen. Ist eine Aufnahme im Nachtclub Afterlife Omega. Enrix. Was zum Area? Carlos Enrix. Enrix, wer zum Teufel sind Sie? Hey! Bemühen Sie sich nicht, die Bügel haben keinen Öffnungsmechanismus. Verwechseln Sie mich etwa mit einem Ihrer Freier, Lady? Lassen Sie mich raus! Erstaunliche Leistung. Der Tyrianer ist seit einer Woche im Afterlife. Normalerweise entdecke ich Sie früher.
Hä? Was entdecken? Ich weiß, dass sie über das Mikro in Enrics Kragen alles hören. Ich wette, Enrics hat keine Ahnung, für wen er das Spiel nun stimmt, Shadow Broker. Shadow was? Ich kenne keinen. Moment, was machen sie da? Sie bevorzugen niemanden, Broker. Das gefällt mir. Aber dass sie annehmen, auf Omega könnte irgendjemand auch nur zucken oder dass ich davon erfahre, gefällt mir überhaupt nicht. Aua, verdammt, mein Gesicht! Aber sie können ruhig so viele Leben opfern, wie sie wollen und weiterhin ihre Agenten auf meine Welt schicken. Okay, hören Sie, ich arbeite für jemanden, aber es ist nicht so, wie Sie denken. Ich bin kein... Aua! Tür wird geöffnet und wieder geschlossen. Ende der Aufnahme. Anmerkung, der Tod von Carlos Enrics hat bislang... Achso, mein Aua war ein bisschen, ich glaube, zu sanft dafür. Hat bislang nicht zur Enttarnung unseres anderen Agenten im Nachtflug Afterlife geführt. Ich frag mich, wer das ist. Von Aria an Jocos Flynn, Eventmanager. Flynn, folgendes will ich im kommenden Monat haben. Erstens, Senior Sisters, sie sind gut, aber ich will sie nicht direkt nach der Becke Burlesque haben, wenn die von den Minenkolonien zurückkommt. Mehr Abstand zwischen den Fleischbeschau-Nummern. Zweitens, Grubenkampf. Zu viele Watcher. Keine Zeit dafür, wenn sich diese kleinen Kobolde gegenseitig auffressen. Sagen sie das auf den Straßen für umsonst machen. Beschaffen sie so viele Kroganer und Menschen, dass sie eine Stunde lang beschäftigt sind. Drittens, dieser Sänger von der Band für morgen gehört zu Eclipse. Ich bin überrascht, dass Ihnen das nicht aufgefallen ist. Bringen Sie ihn nach dem letzten Auftritt zu mir. Viertens, Hannah Jongleure. Bevor Sie mir das Video geschickt haben, dachte ich, Sie machen Witze. Buchen, ich will was zum Lachen haben. Fünftens, wir sollten erwägen, das Casino-Schiff zu einem Event nur für VIPs zu machen. Eintrittskarten kriegen alle, die umgebracht werden sollen. Dann können die mir die Arbeit abnehmen. Nach dem Feuergefecht um den Jackpot letzte Woche war auf den Tischen mehr Blut als Geld. Schön. Ja, so kann man sich Arbeitsteilung machen. Captain Anderson. Militärkorrespondenz. Und zwar abgefangen um 16:10 sichere Kombake. Absender Captain Fari Gapoli. David Anderson, ich wurde angewiesen, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen anlässlich Ihres Vorgesetzten und nachdrücklich Unterstützung von Commander Shepard, vormals SR-1 Normandy, gegenüber dem Allianzmilitär und außenstehenden Vertragspartnern. Die Angelegenheit um Commander Shepard und dessen Verstrickung in den Angriff auf die Zitadelle ist für den militärischen Geheimdienst und den Galaktischen Rat ein überaus brisantes Thema. Wir bitten Sie daher voller Respekt, aber dennoch nachdrücklich darum, Ihre Nachforschung einzustellen, zumal der Fall seit 2 Solarjahren abgeschlossen ist. Ihre ständige Agitation in dieser Sache wird als hohes Sicherheitsrisiko eingestuft, das die gesamte Galaxie gefährden könnte. Bitte ziehen Sie unsere Position sorgfältig in Erwägung. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mein Büro. Hochachtungsvoll, Captain, leckt mich am Arsch. Der Captain Anderson soll sich da also nicht einmischen. Ich glaube nicht, dass er sich daran gehalten hat. David. Henny und ich waren heute bei Jasons Abschlussfeier in San Francisco. Ein wunderbares Ereignis. So viele Beikleider und helle Köpfe, so viel Potenzial. Ich weiß, Henny würde den Gedanken für absurd halten, aber ich fühlte mich an den Pomp bei deiner Berufung auf die Hastings erinnert. Du warst der erste Offizier, richtig? Ja, mit Zeremonien kennt das Militär sich aus. Meine Güte, ist das lange her. Jason richtet dir liebe Grüße aus. Ich bin so stolz auf ihn. Raumfahrttechniker. Ich gebe nicht vor zu verstehen, was er überhaupt macht, aber das Leuchten in seinen Augen, wenn er versucht, mir seine neuesten Entwürfe zu erklären, beweist mir, dass er seinen Platz in diesem Universum gefunden hat. Er hätte dich gerne bei der Feier dabei gehabt, aber natürlich geht die Pflicht vor. Du bist für ihn ein Held, der im Weltraum große Schlachten schlägt. Hoffentlich schaffst du es dieses Jahr zu den Feiertagen. Henny hat vor kurzem erst danach gefragt. Ich weiß, ihr seht euch nicht so oft, aber er respektiert dich. Und er respektiert, was du tust. Jason wäre außer sich vor Freude, wenn du dir seine Schiffsentwürfe ansehen könntest. Sag mir wegen der Feiertage Bescheid und pass auf dich auf, David. Alles Liebe, Cynthia. Ich glaube, es ist seine Frau und sein Kind, ne? Süß, dass sie ihn so unterstützen. Ich glaube nicht, dass er, wenn er hier einen auf Weltenrat macht, Quatsch, ich meine Rat auf der Citadel, wo er da halt bleiben muss, Menschen sozusagen vertreten muss, die Menschheit, dass er da so häufig nach Hause kommen kann. Traurig, aber ich frage mich auch, warum die Mutter nicht einfach zu ihm jetzt zieht. Wenn das Kind sowieso schon fest im Leben steht, dann kann sie eigentlich auch auf die Citadel ziehen. Kürzliche Transaktionen. Seren, ein verratener Held. Die Wahrheit über die Citadel-Krise. Ium Elite. Der Weg der Lügner. Der Lügen, eine Chronik des Allianzmilitärs. Angst vor Dunkelheit, Reaper-Kollektoren und andere Mythen. Raumpflege von Clean Sweep. Oh. Und er trinkt gerne Alkohol. Alleine, hoffentlich. Betrügt nicht seine Frau. So schätze ich ihn auch nicht ein. Interne Navy-Korrespondenz. Von Herrn Hackett. Sir,
Die Sichtung von Commander Shepard auf Omega wurde bestätigt, ebenso wie der Umstand, dass der Commander jetzt für die Terrorgruppe Cerberus arbeitet. Mehrere ranghohe Allianzvertreter halten es für unerlässlich, den ersten Spectre der Menschheit zu ihrer offensichtlichen Desertierung von Allianz und Zitadelle zu verhören. Wenn wir Shepard jetzt herbringen können wir einen Bericht über die letzten 2 Jahre des Commanders erhalten, ohne von den galaktischen Medien unter Druck gesetzt und zur Herausgabe potenziell heikler Daten gezwungen zu werden. Vor diesem Hintergrund ersuche ich offiziell darum, dass Sie Ihre Order an die Allianz zurückziehen, mit Shepard keinen Kontakt aufzunehmen. Seien Sie versichert, dass die Sicherheit des Commanders für unsere Abteilung von höchster Wichtigkeit ist. Sollte sich Shepard als kooperativ erweisen und uns detailliert über ihren bisherigen Aufenthaltsort und ihrer derzeitigen Tätigkeit für Cerberus informieren, ist mit ihrer Haftentlassung bereits in 5 bis 7 Monaten zu rechnen. Bereits in 5 bis 7 Monaten? Ja, also wenn die so nett zu mir sind, na, kein Problem. In respektvoller Erwartung ihrer Antwort, Major Antella, Abteilung für interne Ermittlungen der Navy. Von Admiral Hackett. Thema Aktion Analyse Commander Shepard. Major Antella. Ersuchen abgelehnt. Hackett. Yay! Hackett unterstützt uns. From behind, sozusagen. Schillebroker, geheim. Mail Archiv. Okay. An Schädelbrucker, Agent Kechlu. Wir sind gemäß Ihrer Anweisung auf der Heimatwelt der Jagd gelandet und haben ein Exemplar für Ihre Studien eingefangen. Wir mussten allerdings erst einige von Ihnen töten, bevor wir diesen fanden, der daran interessiert war, den Planeten zu verlassen. Hoffentlich bedeutet das, dass er leichter zu beeinflussen ist. Dennoch rate ich zur Vorsicht. Diese Kreaturen gäben sicher wertvolle Stoßtrupps oder Leibwächter ab, aber gegen ihre Wildheit sind sogar Kroganer blutige Anfänger. Soweit wir das beurteilen können, gehört das zu ihrer Kultur. Sie sind aber keineswegs primitiv, anders als die meisten Kroganer. Unser Exemplar lernt fast so schnell wie ein Sarianer. Er könnte sich als gefährlicher erweisen, als sie vielleicht glauben. Ach du Scheiße. Wild wie Kroganer und intelligent wie Salarianer, das ist keine gute Kombination. An Operative Kechlu vom Shadowbroker. Ach, das ist der alte Shadowbroker, wa? Weil Liara meinte ja, der Jagd, den wir hier gekillt haben, hätte den eigentlichen Shadowbroker ersetzt. Und ich glaube, wir lesen gerade von dieser Ersetzung. Okay. Wenn Sie das hier lesen, junger Freund, haben Sie den bisherigen Agenten Kechlu illuminiert und seinen Posten eingenommen. Sie haben in den letzten Monaten mit einem Tempo gelernt, das ich nie für möglich gehalten hätte, wäre ich nicht persönlich Zeuge davon geworden. Sie verstehen mittlerweile 17 Sprachen ohne Translator und Ihre politischen Vorhersagen sind zutreffender als die einiger meiner besten Agenten. Sie werden als Kechlu-Einsatzteam kommandieren, um Informationen zu sammeln und potenzielle Bedrohungen zu neutralisieren. Denken Sie dabei immer an Ihre Ausbildung. Wenn Sie die Beherrschung verlieren, kostet Sie das Ihrem unbezahlbaren Verstand sowie die Leute Ihrer Männer. Der Shadowbroker führt Leute an, die nach Geheimnissen suchen. Seine Männer müssen ihm vertrauen, damit auch er ihnen vertrauen kann. Das Sammeln von Wissen ist eine heilige Aufgabe, was Sie sicherlich begreifen. Wollen Sie doch unbedingt Ihre Heimatwelt verlassen, um zu erkunden, welche Wunder Sie da draußen im All erwarten. Schicken Sie bitte aktuelle Berichte über sämtliche Operationen nach Kechlu. Ich bin stolz auf Sie. Mhm. Er hat also, da hat er schon mal den Typen, der ihn da eingefangen hat, um die Ecke gebracht. Sehr schön. An alle. Vom Shadowbroker. Agent Kechlu muss sofort ausgeschaltet werden. Er ist zu gefährlich, um am Leben zu bleiben. Angriff nur in ausreichender Überzahl. Falls das nicht möglich ist, alle Zugangscodes ändern und nur beobachten. Keine Informationen übermitteln. Kechlu darf keinen weiteren Zugriff auf. Ende der Nachricht. An alle von Shadowbroker. Agent Kechlu ist nicht länger ein Problem. Änderung der Codes einstellen und normale Aktivitäten wieder aufnehmen. Ich will bis zum Ende des nächsten Solartages einen Statusbericht über sämtliche Operationen. Schillebrücke Ende. Ja, und da hat er die Übernahme gemacht. Super! Oh mein Gott, wisst ihr was? Wir sind endlich fertig. Ich darf wieder laufen. Das hat jetzt, eigentlich komplett 1 Stunde gedauert. Das wird 1 stundenlange Aufnahme. Folge meine ich, ja, warum nicht?